Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus mit dem SC Verl. Drittliga Fußball ist wieder angesagt heute am 35. Spieltag der dritten Liga. Es geht gegen den KFC Uerdingen. Aufstellungstechnisch habe ich hier nicht viel verändert. Wir bleiben in der Grundformation gleich und werden auch mit den gleichen Leuten wieder starten in diese nächste Partie. Wir stehen aktuell sehr gut da. Tabellenplatz 1 und normalerweise, wenn alles super so weiterläuft, sollte uns keiner die Meisterschaft hier in der dritten Liga nehmen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und es ist für die Gastgeber vielleicht die entscheidende Partie Richtung Aufstieg. Könnte ein Riesenspiel werden. Tja, Wolf, die Gastgeber haben heute ein einziges Ziel und das ist der Aufstieg. Heute soll gefeiert werden, aber ein Selbstläufer wird das nicht. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Vielen Dank, liebes Publikum. Hier spätestens in den letzten Jahren ist der Fußball ja endgültig zu einem globalen Phänomen geworden, Uschi. Richtig, das sieht man zum Beispiel in den USA oder aber auch in Asien. Das ist eine Riesenbegeisterung da und es gibt natürlich noch Wachstumspotenzial. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg. Das soll heute so weitergehen. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum sie heute nicht an diesen 3:1 Erfolg anknüpfen sollen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wenn die anderen Ergebnisse stimmen, Buschi, dann könnte das heute schon der Aufstieg werden. Richtig. Aber sie müssen sich natürlich vor allem erstmal auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Sie verlieren den Ball. Patrick Göbel. Dem Albutat. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Sie geben den Ball ab. Ja, starker Pass. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Super dieses Zuspiel. Chance, er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Jetzt die Gelegenheit. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Tim Albutat. Da oben, der fordert den Ball. Jetzt wird's gefährlich.
starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Da kommt er raus und hält den Ball. Das ultimative Ziel, der Aufstieg, ist immer noch machbar, Buschi. Ja, aber dazu brauchen sie heute einen guten Auftritt. Dann können sie es packen. Tim Albutat. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Super durchgesetzt. Und jetzt der Schuss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Tim Albutat. Einwurf. Janjic. Toller Pass. Da zieht er ab. Da war sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Dem Albutat. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Tempo erstmal ein wenig raus aus der Aktion. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Toller Zweikampf. Viel Platz jetzt auf außen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Er schließt im Strafraum mit viel Gefühl ab und drin das Ding. Maro. Dem Albutat. Anspiel kommt gut. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Wir hören den Pausenpfiff. Pause hier in Ferl. Der SC Ferl führt zur Pause mit 1:0 durch Philipp Sander in der 35. Minute. Schönes Tor von Philipp Sander da. Und damit heißt es, bis jetzt ist Ferl ganz klar auf Aufstiegskurs. Die erste Halbzeit war nicht so unterhaltsam, es gab nicht so viele Chancen. Gab das Tor für Ferl. Und dann in der 41. Minute noch eine gute Chance durch Janjic mit dem Kopfball, aber leider neben das Tor. Minuten an. Ansonsten kam von Uerdingen nicht so viel. Mal schauen, wie die zweite Halbzeit so wird. Maro. Kirchhoff. Dem Albutat. Er packt
das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Ja, setzt gut den Körper ein. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Dem Albutat. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Dem Albutat. Patrick Göbel. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Ja, der nächste tolle Pass. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Da trennt er ihn vom Ball. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegen auf Platz 1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kurz zur Erinnerung. Nochmal für alle zum Mitschreiben. Nach jetzigem Stand der Dinge ist der Aufstieg perfekt. Aber was haben wir im Fußball nicht schon alles erlebt? Es bleibt spannend. Janjic. Art hier. Was macht er draus? Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, guter Pass. Nur noch der Torwart vor sich. Macht er ihn. Klasse gemacht, stark geblockt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kirchhoff. Maro. Dem Albutat. Fängt den Steilpass ab. Das war wichtig. Ab heute gibt es wieder ein Sonderangebot im Fanshop. Nur heute gibt es bis Spielende das aktuelle Saisontrikot. Ganze 9 Euro günstiger. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Ball läuft gut. Sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen Sie klasse, ist ganz sicher eine Ihrer großen Stärken.
Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das war eine gute Chance, aber jetzt... Abschluss. Er ist frei, da kann was draus werden. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht wird's. Jetzt der Schuss. Da ist das Tor. Kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie verlieren den Ball. Der Freistoß, klare Sache. Den Ball kann er klären. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Ganz energischer Einsatz. Gute Chance für eine Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Vorne jetzt die Balleroberung. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist... Oh, nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Da kommt keiner dran und den Ballbesitz wollen sie einfach nicht mehr hergeben. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Aufstieg. So, jetzt steht es fest, es ist offiziell, der SC Verl wird aufsteigen in die zweite Bundesliga. Unglaublich. Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufgedreht und nochmal 2 Tore nachgelegt. In der 69. Minute durch Yildirim und in der 81. durch Mikkel Kaufmann, wo wir am Schluss dann 3:0 gegen KFC Uerdingen gewinnen. Ja, und damit ist der Aufstieg sicher und wir können ganz entspannt in die nächsten Spiele reingehen. Und ja, mit diesen Schlusswörtern möchte ich mich auch wieder verabschieden vom 35. Spieltag. Ich danke fürs Zuschauen und schaut gerne nochmal auf fifa-karriere.com vorbei, falls ihr da ein paar Tipps braucht. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Wir werden zusammen nochmal die letzten Spiele hier live uns angucken, beziehungsweise die wird es dann in den nächsten Videos geben.